Moin Freunde, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ja, wo sind wir heute? Heute sieht das schon wieder so waldähnlich aus. Ja, und stellt euch vor, uns hat man hier schon wieder Hocker hingestellt. Ich finde das total geil. Also hier im Wald, naja, ihr seht, was heißt Wald? Ja, es ist doch langsam schwierig, Wald zu finden. Der Borkenkäfer nagt am Zahn der Zeit. Aber wir suchen hier wieder was. Was suchen wir heute? Ja, lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall ziemlich finster. Ein finsterer Ort in unserer Gesellschaft. Ja, also ihr lasst euch überraschen und wir sehen zu, dass wir da hinkommen. Haut rein. Also, die Treppe geht jetzt nach unten. Ja, mal sehen, was uns da erwartet. Gehen wir mal weiter. Wir sehen schon ein, ich sage mal, ein Betonvorsprung. Mal runter. Ui, hier geht's aber abwärts. Fliegt denn da unten rum? Werden wir gleich sehen. Luca geht schon voraus.
Der hat es besonders eilig. Oh, guckt euch mal diese schönen Ornamente an. Ja, sieht gut aus. Aber die Bäume wachsen schon aus dem Beton. Ja, schon sehr alt. Ja, die Treppe ist natürlich auch nicht mehr die stabilste. Links neben mir geht es sehr weit nach unten. Da wo Luca hin zeigt, der sagte gerade eben schon, die Tür liegt. Naja, es ist eben so. Umso bekannter diese Location wird, umso mehr ja, Vandalismus findet statt. Aber gucken wir mal. Jo. Das Wasser läuft hier den Berg herunter. Das ist natürlich Grundwasser. Darum auch die gute Bemoosung. Ja, ist nicht schlecht. Würde ich sagen. Ja, ihr seht hier, da alles nass, so tropft. Ja, und Wasser halt, ne? Was dann natürlich auch hier, Pitschepatsche, alles nass. Ja, was ist das hier? Was ist das hier? Das ist, ich sag mal, das Tor zur Hölle. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein und gucken uns das Ganze mal an. Ja, hier liegt viel Müll schon vor der Tür. Lässt Böses erwarten. Die Tür ist rausgerissen. Das war letztes Wochenende noch nicht. Ja, ein Vogelnest haben wir auch. Ja, schon einiges zerbrochen. Ja, es ist doch sehr dunkel. Und ich sag mal, da hinten, da ist richtig dunkel. Ja, 700 Meter geht's hier in den Berg rein. Ja, schauen wir einfach mal. Lasst es auf euch wirken. Und ich werde dann dazu etwas schreiben.
hier ist jetzt der Ende des Tunnels sichtbar. Hier sieht man zum Beispiel, wie hoch hier aufgeschüttet wurde. Ja, das ist auch nochmal so ein Seiteneingang. Ja, hier geht es hoch den Berg. Ja, hier sind wir ziemlich am Ende. Also man kann oben rüber schleichen. Wir machen das aber nicht. Hier liegen noch ein paar Metallverstärkungen für irgendwas rum. Ich habe da keine Ahnung von, wofür das gebraucht wurde. Tja, diese Tropfspuren von der Decke sind natürlich das, was natürlich sehr feucht ist. Müll liegt hier auch rum. Ja, Luca ist schon weiter vorne. Da oben geht es dann oben rüber. Der ist bis zur Decke zugeschüttet am Ende des Tunnels. Ja, hier liegt sehr viel Geröll und Zeug rum. Luca hat eine Fackel gefunden. Hier hat sich jemand eine Fackel gebaut. Ja, ohne Licht kommt man hier wirklich nicht weit. Also es ist sehr dunkel und sehr, ja, Unbehagen bekommt einem hier in diesen Tunnel. Hier geht es nochmal weiter rein. Es ist ein Nebengang, der führt auf den neuen Tunnel, der natürlich viergleisig ist, also viel größer als dieser hier, der im Späthinein da eingebaut wurde. Ja, hier vom Party Service diese Warmhaltekerzen, die kennt jeder. Ja, ihr seht, hier geht es nicht weiter, hier sollte man auch nicht rüber gehen. Ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch ein aktives Gleis. Wie gesagt, der größere Tunnel, der neue, durch den Berg. Ja. Gehen wir mal wieder zurück. Ja, hier liegt einiges rum. Das ist normal. Dass jetzt Altertum ist, kann ich auch so nicht sagen. Aber gibt es sonst in dieser Tiefe nicht viel zu sehen mehr. Ja, das Geröll schon reingerollt. Ja, ihr seht, wie dunkel und finster es hier ist. Es ist doch sehr traurig, dieser Ort. Und also ab Mitte des Tunnels überkam einen schon so ein leichter Schauer. Ja, was das ist, keine Ahnung, ob das mal Strom war. Kann sein. Aber der Kalk schön an der Wände. Der kommt da aus der Wand und da fallen auch schon die Fugen raus. Ja, es ist baufällig. Etwas zu diesen, ja, ob da jemand dran gehangen hat, kann ich nicht sagen. Aber wir sind hier bei dem 28. Kilometerstein. Oder wie man das auch nennt. Nochmal was zum Tunnel gesagt. Erbaut worden ist der 1871. Also, er hat dieses Jahr 150-jähriges Bestehen, was er natürlich nicht feiern kann. Er wurde gebaut, um, ja, ich sag mal, eine Made in Germany Produktion in die ganze Welt zu verteilen. So, er ist der nördlichst gelegene Eisenbahntunnel Deutschlands und auf jeden Fall, ich nenne ihn das Tor zur Hölle, weil es einfach die Geschichte mit sich gibt. Im Jahr 1926 wurde beschlossen, einen weiteren Tunnel zu bauen. Damit vier Gleisspuren statt der bisherigen zwei einzurichten. Dabei, ja, 2 Jahre später war der neue Tunnel fertig, aber der alte konnte nicht wie vorgesehen saniert werden, weil ab 1926 aufgrund der Weltwirtschaftskrise die Mittel dazu fehlten. Daher folgte die Stilllegung. Ja, damit könnte die Geschichte dieses Tunnels zu Ende sein. Ist sie aber nicht. Während des Zweiten Weltkrieges wurde nach bombensicheren Produktionsstätten für die Kriegsindustrie gesucht.
Ja, und da fand man diesen Ort. Und seit 1944 mussten dann Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten und KZ-Häftlinge unter menschenunwürdigsten Bedingungen der deutschen Kriegswirtschaft im Tunnel zu Diensten sein. Bis zu 200 Häftlinge mussten hier Bauteile für Jagdflugzeuge herstellen. Aufgrund der kaltfeuchten Luft unter Tage, zeitweise beim Krankenstand von über 40% und immer unter Beobachtung von SS-Wachen, die auch kleinste oder angebliche Versäumnisse auf brutalste Weise ahndeten. Kurz vor Ende des Krieges wurde das Lager aufgegeben, die Häftlinge aber nicht in die Freiheit entlassen, sondern in weitere Stationen ihres Maritimiums Richtung Norden verbracht. Der alte Tunnel ist heute vielfach baufällig und daher nicht mehr zugänglich. Büsche verdecken ihn weitgehend, einen Ort, der so viele andere in Deutschland einerseits Errungenschaft und andererseits Verbrechen in sich vereinigt. So, jetzt wisst ihr vielleicht, wo ich bin, vielleicht aber auch nicht. Und diese Vergangenheit ist hier schon echt eine traurige. Ja, ich würde sagen, genießt den Rest. Wir sehen uns vor dem Tunnel wieder.
Tja, ich nenne dieses Mal das Tor zur Hölle. So ist das. Ja. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Und auf jeden Fall ist das hier mit Respekt zu behandeln. Und nicht einfach reinlaufen und lauten Krach machen oder wie auch immer. Es ist wirklich traurig, wenn dort so eine Zerstörung stattfindet. Schaut, ein Zug. Ja, wäre jetzt natürlich drinne wären, wäre das jetzt noch viel geiler, weil ganz einfach dieser Sound einfach unglaubwürdig komisch vorkommt. Und vor allen Dingen, wenn man umso tiefer man so drin ist. Na, und diese Höhe hier, ja, das ist schon echt creepy, dieses Pflaster, sag ich mal. Gut. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurücklaufen. Und ja, wir schauen dann mal. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns gleich oben wieder. Ja, Leute, ich habe mal bewusst den Ton im Tunnel ausgelassen. Weil. Ja. Weil da sind ganz viele Zwangsarbeiter mal drin umgekommen. Vor dem Krieg beim Bau und im Krieg beim Bau von irgendwelchen Verteidigungswaffen, sag ich mal. Und das ist schon sehr beeindruckend da drin. Es ist, wie soll ich sagen, traurig. Und ja, auf jeden Fall ist das schon ziemliche. Ich sag mal, die Tür war noch drin. Die Tür war letzte Woche noch drin. Diese Woche fehlte sie schon. Also die Vandalen, die dann da hausen, die sollten besser zu Hause bleiben, finde ich, weil die haben keinen Respekt vor diesem Ort. Was ich natürlich sehr schade finde. Weil das ist ein Ort, da sollte man mal drüber nachdenken, was da passiert ist. Und sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Gut, auf jeden Fall, habt ihr gesehen, hat sich einer eine Fackel gebaut und so ein Zirkus. Ohne Taschenlampe braucht ihr da nicht reingehen, weil ohne Taschenlampe seht ihr gar nichts, überhaupt nichts. Nicht mal die Hand vor Augen, wenn ihr über die Mitte des Tunnels seid, wird es dunkel. Letzte Woche hatte ich nur die kleine Taschenlampe dabei und ja, ich kann euch Ausschnitte zeigen. Ich werde euch noch Ausschnitte da reinlegen, die ich letzte Woche gemacht habe, auch ohne Ton, weil ohne Ton, ist es etwas schauriger, sag ich mal. So, ich brauche euch da nichts zu sagen, weil am Anfang seht ihr diese Kalksandsteinbauten, die sind natürlich viel neuer. Die kommen aus den Zeiten, wo da mal eine Pilzfarm angesiedelt war, die Champignons gezüchtet hat. Ja, hat nicht ganz so toll funktioniert, haben das aufgegeben. Vorher war da noch ein Schießstand eines privaten, keine Ahnung, Millionärs, keine Ahnung, wer da war, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe das nur mal so mal aufgegriffen, nachgegoogelt, wie auch immer. Aber das ist natürlich alles Blödsinn. Jetzt steht es unter Denkmalschutz und sollte möglichst nicht betreten werden. Aber wir waren jetzt da drinnen und es kamen ja auch Leute entgegen. Die haben dann auch am Anfang auf der Hacke umgedreht, weil sich einige da nicht reintrauten. Ja, ich kann mir das vorstellen. Weil das ist wirklich das Tor zur Hölle. Gut, das wäre es in diesem Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch im nächsten Video wiedersehe. Dankeschön, haut rein und schönen Sonntag noch.